Hallo zusammen. Ich hoffe, du bist bereit für 5 ziemlich unheimliche Geistervideos, die du vermutlich noch nie gesehen hast. Mach es dir bequem und hol dir am besten noch eine Decke, denn darunter kannst du dich gut verstecken, falls das, was dich gerade von deiner Zimmertür aus beobachtet, während des Videos immer näher kommt. Es bewegt sich sogar schon. Hör genau hin. Im ersten Video habe ich etwas vom deutschen TikTok-Account Real Lil Snow für euch. Einige werden jetzt vermutlich wieder aufschreien, auf TikTok ist doch eh alles fake. Wartet ab, schaut euch mal die Videos an. Zur Story gibt es nicht viel zu sagen, außer dass der Mensch hinter dem Account seit Tagen merkwürdige Geräusche vom Dachboden hört. Aber schaut selbst. So, mach mal den Abwasch hier. Ist es schon wieder. Hört ihr das? Dieses Stampfen. Ich weiß nicht, das geht seit ein paar Tagen die ganze Zeit. Okay, da oben ist auch kein Licht. Kein verdammtes Licht. Hier ist alles dunkel. Hier, da ist keiner. Hier ist niemand. Oh mein Gott! Oh. Ihr hört es vielleicht schon wieder. Dieses Gestampfe. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist hier um 4.50 Uhr. Morgen. Oh, ich habe das Licht angelassen. Okay. Ich habe da echt keine Lust, nochmal hochzugehen. Hier das Licht geht an. Bewegungssensor. Hier hinten ist niemand. Hier ist einfach niemand. Hier auch niemand in der Wanne, nirgendwo. Niemand hier. Auch hier hinten. Niemand. Warum ist die zu? Es reicht. Oh, oh. Darum kümmern wir uns gleich. Auf jeden Fall danke für die 1000 Subs schon mal und den ganzen Support, echt heftig. Und wir gehen jetzt hoch. Also heute war es halt ein bisschen ruhiger, ich habe keine Stampfer so wirklich gehört, deswegen, aber jetzt habe ich mich einfach mal dazu entschieden. Hier ist der wunderschöne Dachboden bei Tag und hier ist der Grund, warum ich überhaupt in den Dachboden noch reingehe, weil hier sind die ganzen Fitnessgeräte. Wir sind
sind hier gerade nach Hause gekommen, meine Freundin und ich. Und da oben, ja hier. Genau was ich meine. Wir sind rausgegangen, ohne dass das Licht an war. Und jetzt. Eigentlich spielt sich das die ganze Zeit im Dachboden ab, aber ich weiß nicht, jetzt ist es auch im Wohnbereich. Da. Alter. Diesmal. Das ist sogar das Licht hier an. Das ist Bewegungssensor. Ja, jetzt geht's einfach aus. Hier ist aber schon wieder niemand. Niemand hier. Update oder Part 6, wie auch immer. Als ich auf meinem Heimweg war, habe ich so eine ganz komische Silhouette gesehen mit silbernen Fingern oder Fingernägeln. Und die hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, ob es der Dämon oder der Poltergeist von meinem Dachboden ist. Aber auf jeden Fall habe ich sie hier das erste Mal auf Aufnahme bekommen. Sie hat mich den ganzen Weg genau hier verfolgt. Und dann war sie auch direkt links neben mir nochmal. Und dann rannte ich natürlich einfach nach Hause. So, ich werde jetzt einmal das hier machen. Nur mit dem Twist, dass ich mir ein Glas mit nach oben nehme, weil da gibt es hier noch einen Tisch. Und um das Ganze zu toppen, ja, werde ich mich in den Schaukelstuhl reinsetzen. Ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich für verrückt, aber ich nehme das Risiko gerne in Kauf. Okay. Hier ist mal wieder alles. Ups, frei. Hier nichts. Niemand da. Okay. Ich platziere das Glas mal kurz hier. So. Ich platziere die Kamera. Hier in die Ecke. So, jetzt haben wir auch Licht. Hier steht das Glas. Und jetzt sitze ich im verfluchten Schaukelstuhl. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, um zu schauen, ist hier jemand da? Möchte jemand mit mir kommunizieren? Frederik. Keine Ahnung. Bist du böse? Willst du mir wehtun? Okay. Okay, das reicht. Okay, reicht. So,
Schaut mal, wo ich jetzt hier wieder bin. Beziehungsweise, ihr dürft mal raten. Ja, guckt mal. Ja. Hier ist das Glas sogar noch. Das gute alte Glas. Oh, der stand gerade. Es hört einfach nicht auf. Also ich habe mir die Videos wirklich mehrfach angeschaut und konnte auf den ersten Blick keine Schnitte oder sonst eine Manipulation feststellen. Auch in dieser Szene hier ist kein versteckter Schnitt. Das Bild wird einfach nur für den Bruchteil einer Sekunde schwarz. Warum? Keine Ahnung. Es ist aber kein versteckter Schnitt. Natürlich kann ich nicht zu 100% sagen, dass dort wirklich alles real ist und er wirklich etwas Paranormales erlebt. Dazu müsste ich mir das selbst vor Ort anschauen. Aber auch wenn danach geholfen wurde, ist es wirklich gut gemacht. Am Ende liegt es natürlich wie immer bei euch. Erlebt ihr dort wirklich etwas Paranormales? Oder ist das Ganze für euch doch nur ein gut gemachter Fake? Und da ich mir sicher bin, dass Real Lil Snow das hier auch sieht, wenn du wirklich zu 100% beweisen willst, dass bei dir etwas Paranormales abgeht, ich komme sehr gerne mal bei dir vorbei. Deswegen, ihr Lieben, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um Real Lil Snow zu zeigen, wie viel Lust ihr darauf hättet, dass ich mir das mal vor Ort anschaue. Im zweiten Video habe ich mal wieder etwas von Sabia L für euch. Einige erinnern sich vermutlich an eines meiner Top 5 Videos, in welchem ich schon mal etwas von Sabia L hatte. Hier ist quasi die Fortsetzung. Das Ganze besteht wie schon gerade die Nummer 1 aus mehreren kleinen Videos, die ich euch jetzt chronologisch zeigen werde. Stil. Dat is dat vieze, creepy huis keukentje. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dat licht. Er is hier dus. Dit is dus het lichtknopje. Het is echt helemaal niet. Deze deur is gewoon dicht. Er is hier gewoon echt helemaal niemand. Dit is het weer, hè? Dat ding beweegt. Kijk. Gaat er ook al vandoor.
in das einmal rein. Okay, ich kann hier weg. Ik licht eens uitgaan. Oh, ik voel me ook meteen niet chill. Ja. Vorige keer was daar die, ik wil schaduw iets. Dicht. Oh, jeetje. Oh, wat is dit, joh? Dat is mijn schaduw. Oh, dat gordijn, jeetje. Dicht. Jezus. Wat de f*** was dat, ja? Wat de... Wat was dat? Sinaasappelsap. Citroensap.
Also einerseits finde ich die Videos sehr interessant und teilweise auch unheimlich. Andererseits möchte ich mal behaupten, dass man einige Sachen auch ziemlich leicht inszenieren könnte. Wie zum Beispiel bei Part 5. Wenn jemand hinter der Couch gelegen hätte, hätte man das Ganze von dort mit ein paar Schnüren ziemlich einfach steuern können. Dann wiederum gibt es Szenen, die ziemlich real aussehen, wie zum Beispiel Part 1, 2 und 4. Bei Part 3 bin ich mir unsicher, was es mit dieser, ich nenne es mal Schattengestalt im Türrahmen, auf sich haben soll. Am Ende liegt es wie immer bei euch. Haltet ihr es für möglich, dass es in dieser Wohnung tatsächlich spukt? Oder ist das Ganze nur ein ziemlich gut gemachter Fake? Ihr entscheidet. Noch kurz etwas in eigener Sache. Mir ist aufgefallen, dass mehr als 50% der Menschen, die meine Videos schauen, meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du genau jetzt unter dem Video oder auf der Startseite auf Abonnieren klickst und am besten auch noch die kleine Glocke aktivierst, damit du in Zukunft keins meiner Videos mehr verpasst. Die Nummer 3 ist heute mal etwas ganz, ganz anderes. Aber glaub mir, es ist dafür umso unheimlicher. Auf meiner Suche nach interessanten Videos bin ich auf etwas extrem Merkwürdiges gestoßen. Es geht um den TikTok-Account von Face the Light, welchen es aktuell nicht mehr gibt. Damit ihr die ganze Geschichte versteht und vor allem, damit ihr versteht, warum das Ganze nicht nur extrem merkwürdig, sondern auch noch ziemlich unheimlich ist, fange ich ganz am Anfang an. In der Nacht vom 27.11.2019 waren drei Schwestern allein zu Hause, da die Eltern mit Freunden essen waren. Um etwas gegen die aufkommende Langeweile zu machen, beschlossen die drei, im Haus Verstecken zu spielen. Aber kein gewöhnliches Versteckspiel, sondern bei ausgeschaltetem Licht. Irgendwann bemerkt eine der Schwestern, dass sie scheinbar alleine ist, denn die anderen zwei sind nicht auffindbar. Ziemlich genervt will sie ein Video aufnehmen, als sie eine SMS bekommt. We were playing hide and go seek in the dark and it was my turn to count. But I'm a chicken and I gave up, so I'm just sitting in the kitchen. But one of my sisters made a fake number and is texting me saying that they're gone and that there's someone in the house. And I know it's them, but I'm just like really scared because I don't like that kind of stuff. Okay, I'm like, stop! That's not funny, Mia! Get out of here right now! Get in the kitchen! Mia, I'm done! I hate this. I hate it. I hate it. Stop! There it is again. Let's go see if it's Mia or Lett. Mia, I know that's you. Oh. Is that... Ab hier wird, glaube ich, jedem klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Guys, I don't think Mia and Lex are here anymore. I don't know what happened to them if they left, but that was not them at the door. I don't know who it was, but all my doors are locked. Guys, anyone? I'm deciding to go to the basement. There's a back door that I can run out of and hopefully run to something because I don't know what's in here, but I know something is and it's not one of my sisters.
Nach diesem Video war es für ein paar Tage ruhig auf dem Kanal. Doch dann tauchte plötzlich dieses Video auf. Zwei Wochen vergingen und viele glaubten schon nicht mehr an ein weiteres Video. Kurz vor Weihnachten tauchte dann dieses Video auf dem Kanal auf. Ziemlich verstörend, oder? Falls ihr nun denkt, das war's, falsch. Es wird noch viel merkwürdiger. Der Account hatte zu dem Zeitpunkt über 1 Million Follower auf TikTok und auch für TikTok sind das ziemlich krasse Zahlen. Doch dann passierte es. Der Account verschwand. Von jetzt auf gleich. Es vergingen ein paar Monate und als wäre nichts gewesen, tauchte der Account und Videos von einem uns bekannten Gesicht auf. Doch diese Videos waren anders. Die Videos waren direkt an die Mutter gerichtet und nicht etwa an Zuschauer auf TikTok. Auch ein uns vertrautes Geräusch ist wieder zu hören. Maybe when I'm done with it, I can send you this. Mom, I gotta go. Hey Mom, sorry about that last video. I have no idea what that was. I think maybe my book fell off of my shelf, but who knows? I just wanted to show you my room. This is the bedding I got. This is the duvet that I grabbed from the house. There's all my books that I could not fit on that shelf. Hey Mom, as you probably saw in the last video, some really weird stuff has been happening around here. Like I keep hearing like random noises. I don't want to freak you out. I mean, I'm not that worried about it. I mean, it's kind of freaky. But anyways, on a lighter note, I wanted to show you the kitchen. There's the oven. It's kind of whack, but I put the nice towel that you sent me. Thank you. Mom, the pillow went out. I don't want to freak you out anymore. I think it's back. Ziemlich unheimlich und verstörend, oder? Also die wohl wichtigste Frage ist, was ist das? Es sieht meiner Meinung nach schon sehr menschlich aus, aber warum knurrt er oder es und warum leuchten die Augen so? Und was ist das? Ist das womöglich etwas Paranormales? Denn es gibt viele Gruselgeschichten darüber, dass man Verstecken a. nie alleine spielen sollte und b. niemals im Dunkeln. Aber genau das hat sie gemacht. Sehen wir hier vielleicht eine Art Hexe oder Dämon? Dann die Frage, was ist mit ihr passiert und wer filmt sie hier? Warum verschwindet ein Account mit über 1 Million Followern, taucht Monate später wieder auf und verschwindet dann nach ein paar Videos wieder? Übrigens, der Account ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und warum sind die letzten Videos nur an ihre Mutter gerichtet? Wurden die Videos vielleicht von ihrem Entführer hochgeladen? Ihr merkt, die Nummer 3 lässt sehr, sehr viele Fragen offen. Gerade hier bin ich extrem auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir diese doch bitte in die Kommentare. In dieser Folge untersuchen MindSeeTV eine Jagdhütte in Michigan, USA.
Von außen sieht es nach einer wunderschönen Jagdhütte aus, doch im Inneren soll sich angeblich etwas Grauenvolles aufhalten. Die Hütte wurde früher für Jagd- und Familienausflüge genutzt. Eines Tages putzten der Besitzer der Hütte und sein bester Freund ihre Jagdgewehre. Dabei löste sich versehentlich ein Schuss und dieser traf den besten Freund direkt in den Kopf. Er war auf der Stelle tot. Seit diesem Vorfall behauptet der Besitzer, dass wenn er dort ist, er etwas Böses, etwas nicht von dieser Welt spürt. Am Anfang passiert nicht viel. Die Geräte schlagen nicht aus. Auch eine Ouija-Board-Session bleibt ohne Ereignisse. Doch MindCTV wollte nicht aufgeben. Es folgte eine blinde Spiritbox-Session und dort gab es dann auch einen Kontakt. Scheinbar war aber das, was auch immer in dem Haus ein Unwesen treibt, nicht wirklich davon begeistert, dass MindCTV dem Haus war und Fragen stellt. Denn was dann passierte, wird euch gleich die Sprache verschlagen. So if we don't get anything on the yes no's, yeah. I'm thinking to myself like maybe we just wrap it up and call it a night, honestly. Yeah. Dude, you good? Dude, what the f***? What the f***? Yo, yo! Oh, oh, no! Where's Tanner? Yo. Tanner wird scheinbar umgeworfen und dann von irgendetwas, was wir nicht sehen können, weggezogen. Nach diesem Vorfall war Tanner natürlich fix und fertig und wollte das Ganze schon abbrechen. Die anderen beiden konnten ihn aber davon überzeugen, dem Ganzen noch eine Chance zu geben. Als es immer später wurde, beschlossen die drei, sich in jeweils verschiedenen Zimmern schlafen zu legen, brachten aber vorher im Haus noch einige Überwachungskameras an. Eine Kamera sollte auch etwas ziemlich Merkwürdiges aufzeichnen, aber seht selbst. Nun, was haltet ihr von dem Ganzen? Spukt in der Jagdhütte vielleicht wirklich etwas Böses rum? Ist dieses böse Wesen vielleicht sogar für den Tod des Freundes verantwortlich? Oder ist das Ganze nur inszeniert? Es liegt bei euch. Die Nummer 5 ist etwas Besonderes, denn dieses Video stammt von einem Mitarbeiter aus einem mexikanischen Gefängnis. Das Video, welches ihr jetzt sehen werdet, wurde original von einer Überwachungskamera im Gefängnis abgefilmt. Habt ihr es gesehen? Im Vordergrund sehen wir einen verurteilten Straftäter, doch im Hintergrund ist ein kleines Kind zu sehen. Für mich sieht es aus wie ein kleiner Junge. Ich muss wohl nicht betonen, dass es unmöglich sein kann, dass sich ein kleiner Junge in der Zelle aufgehalten hat. Weiter berichtet der Mitarbeiter, welcher auch das Video gepostet hat, bis heute ist unklar, wer oder was dort im Hintergrund zu sehen ist. Es gibt keine Kinder im Gefängnis und es dürfen auch keine Besucher unter 18 das Gefängnis betreten. Doch jetzt wird es unheimlich. Weiter schreibt er, der Mann, den wir dort sehen, sitzt angeblich wegen zweifachen Mordes an zwei Jungs im Alter von 7 und 11 im Gefängnis, zu seinem Schutz in Einzelhaft.
Es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Anfangs sieht man ganz klar, dass dort niemand weiter in der Zelle ist. Dann sehen wir etwas, was wie ein kleiner Junge aussieht, der kurz darauf scheinbar im Boden verschwindet. Was haltet ihr von dieser Aufnahme? Auch hier bin ich extrem auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Wenn dir das Video gefällt, lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal und aktiviere die kleine, freundliche Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Im Übrigen würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du das Video weiter verbreitest, egal ob du es jetzt mit Freunden oder deiner Familie teilst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und hoffe, dir hat mein Video gefallen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Ungi.